Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Man kann googeln, das ist entweder von Mark Twain oder von irgendjemand anders, man weiß es nicht genau. Wir sind gespannt auf die Zukunftsprognosen von Sophos. Prima. Vielen Dank. Ja, begrüße Sie ganz herzlich. Es geht jetzt so ein bisschen um das ganze Thema, wie ich meine Netzwerksicherheit auch investitionssicher aufstelle. Also in den letzten zwei Tagen hatte ich schon ein bisschen was über Sophos erzählt und Sophos Managed Services. Ganz kurz, wir bieten im Endeffekt das volle Portfolio an, was typischerweise im Unternehmensnetzwerk so eingesetzt wird. Das heißt, diesen ganzen Bereich Endpoint-Sicherheit, Server, Mobile. Heute geht es ein bisschen um das ganze Thema Netzwerksicherheit. Aber die Besonderheit, wie ich meine Security heute aufstellen sollte, ist, dass ich einfach diese Lösung in so einem XDR-Ökosystem drin habe. Das heißt, ich nehme die Ereignisse verschiedener Technologien, sammle die irgendwo zentraler Stelle, so Data Lake als technisches Konstrukt, um einfach Bedrohungen besser erkennen zu können. Das heißt, da kommt dann irgendwie KI und auch menschliche Intelligenz und verwurstet diese ganzen Informationen, um einfach einen Angreifer zu erkennen, der schon die ersten Schritte bei mir im Unternehmen geht. Aber heute geht es tatsächlich ganz dediziert um die Sophos Firewall und auch die Zukunft des Remote Access. Ja, also gerade in Homeoffice-Zeiten haben viele erstmal Remote Access VPN aufgebohrt und ich werde Ihnen da vielleicht eine Alternative zu aufzeigen können. Schauen wir mal erstmal auf die Sophos Firewall. Wie uns gibt es seit 35 Jahren mit Virenschutz. So, und vor 15 Jahren haben wir gesagt, vielleicht Netzwerksicherheit macht auch Sinn. Und dementsprechend haben wir in dieser Evolution die Sophos Firewall rausgebracht, die von ganz klein bis ganz groß alle Infrastrukturen schützt. Und die hat ein paar Besonderheiten. Ich meine, Firewall ist langweilig. Ja? Gibt es einen relativ vollständigen Funktionssatz im Bereich VPN? Gut, da kommen so neue Sachen wie TLS 1.3 Inspection, Stream Scanning. Ja? Also früher haben wir alle so Webproxies gehabt, wo dann Scanning gemacht wurde. Mittlerweile kann ich direkt den Stream scannen, viel performanter. Ich komme an Sachen ran, an die ich nicht rankam. Aber ein paar Besonderheiten der Sophos Firewall sind, dass wir die unter anderem in unserem zentralen cloudbasierten Management haben. Was haben wir früher gemacht? Da haben wir eine VPN-Verbindung oder aus dem Internet drauf zugegriffen auf die Firewall, um sie zu verwalten, mit allen Sicherheitslücken, die das aufgemacht hat. Und die Sophos Firewall, die kommuniziert zu Sophos und Sie kommunizieren auch zu Sophos. Und wir stellen da die Verbindung her. Das heißt, egal von wo, können Sie alle Ihre Firewalls, ob das ein oder zwei sind oder ob das 100 sind, können Sie darüber verwalten und natürlich auch so Gruppen bilden. Also wenn Sie verschiedene Firewall-Standorttypen haben, können Sie einmal so eine Vorlage definieren und dann sagen, ich habe einen neuen Standort von diesem Typ. Dann kriegen Sie gleich alles Regelwerk drauf. Also extrem einfache Verwaltung und natürlich auch Reporting. Sie können sich sehr einfach Reports ziehen über alle Ihre Firewalls in Bezug auf Bandbreitennutzung, Bedrohungen, was da entsprechend passiert, haben das alles an einer Stelle. Was ist noch eine Besonderheit? Sophos hat Technologien am Endpoint im Bereich WLAN, Server, Firewall und so weiter. Und deswegen haben wir seit 2015 so einen Kanal hergestellt zwischen Netzwerkgeräten wie der Firewall und dem Endpoint oder Server. Das heißt, die beiden reden miteinander. Und wenn der Endpoint sagt, ich habe ein Virus, dann sagt die Firewall, oh, dann kommst du nicht durch mich hindurch. Ja? Und außerdem petze ich und sage allen anderen Geräten im Netzwerk, dass du böse bist, dass du nicht sicher bist. Ja, wir nennen das Synchronized Security, das heißt so ein Kommunikationskanal, um zu automatisieren, wenn eine Bedrohung da ist, dass sie sich nicht Netzwerk nicht ausbreiten kann. Ein anderes Thema in Bezug auf Zukunftssicherheit ist Beschleunigung, weil es kommen immer mehr Security-Funktionen in die Firewall rein und das heißt, ich muss alle drei Jahre neue Firewall kaufen, weil die braucht einfach mehr Sicherheit, mehr Funktionen. Jo. Was haben manche Hersteller in der Vergangenheit gemacht? Früher gab es sowas wie ASICs, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das sind spezielle Chips, die einzelne Funktionen in Hardware beschleunigen, wie zum Beispiel IPsec, VPN. Kommt eine neue Funktion, die ich beschleunigen möchte, zum Beispiel jetzt TLS 1.3, der letzte heiße Scheiß. Wenn ich den beschleunigen will, muss ich meine alte Firewall wegschmeißen und eine neue kaufen, die einen ASIC hat, um das zu beschleunigen. Und da haben wir gesagt, ist eigentlich blöd für viele Unternehmen, so oft neue Hardware kaufen zu müssen, nur um eine neue Funktion in Hardware zu beschleunigen. Deswegen haben wir, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, unsere Firewall kriegt nicht eine CPU, nicht zwei, nein, die kriegt zwei CPUs, also eine allgemeine CPU, die ich programmieren kann, und eine NPU haben wir extra erstellen lassen. Das ist ein Gerät, was oder eine CPU, mit der ich so Sachen wie VPN beschleunigen kann. Aber das Schöne ist, das Ding kann ich programmieren. Das heißt, wenn ich eine neue Funktion bekomme, die ich beschleunigen möchte, kann ich über ein Firmware-Upgrade dieses Netzwerkprozessors, kann ich das Ding schneller machen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal eine Folie aus einem Horrorfilm für PowerPoint.
Ich will da nicht im Detail drauf eingehen, aber die zeigt im Prinzip so den Lebenszyklus eines Paketes, das durch die Firewall durchgeht. Das Paket kommt hier rein und, so, und dann schaut sich, dann wird erstmal geguckt, dann läuft das durch den ganzen Firewall-Stack da oben durch. Das heißt, da wird angeschaut, muss ich das SSL entschlüsseln, muss ich da Antiviren-Scan machen, muss ich da Intrusion Prevention machen, muss ich Webfilterung machen, muss ich das da oben in die Cloud reinschicken, um eine Sandbox-Analyse zu machen. Und in dem Moment, in dem eine Verbindung einmal da durchgelaufen ist, normalerweise durch die normale CPU, dann kommt die in diesen Fastpath, dieses orangene Ding. Und das ist das Erste, was wir Hardware beschleunigt hatten. Das heißt, wenn wir einmal wissen, die Verbindung ist gut oder schlecht, dann kommt die in den Turbo. Dann muss ich mir nicht alle weiteren Pakete im Detail anschauen, sondern ich komme da durch. Das heißt, da haben wir schon eine Beschleunigung, einen Faktor 3, 4, 5 gehabt von dem Ganzen. So, und dann haben wir gesagt, oh, das nächste Firmware-Update, das beschleunigt IPsec-VPN. Wir kommen in diesen orangen Teil rein. Das heißt, die nächste Software-Update oder Firmware-Update für unsere Xtreme, für diese NPU, heißt Beschleunigung von VPN. Und dann haben wir gesagt, okay, nächste Firmware-Update, unsere Programmierer sind nicht faul. Die haben dann gesagt, okay, das nächste, was richtig Performance kostet, ist TLS-Beschleunigung. Da oben, das nächste orangene. Also im Endeffekt packen wir jetzt mit jedem Update immer neue Funktionen in diese NPU, damit sie eben nicht, natürlich können sie alle 3 Jahre neue Firewall von uns auf was kaufen, aber sie müssen es nicht. Ja? Also das ist das Thema Investitionssicherheit in diesem ganzen Bereich. Ist halt die nächste Generation von Hardwarebeschleunigung. Früher gab es ASICs, müssen Sie sich merken, heute gibt es Sophos, also sprich diese programmierbare NPU an der Stelle. So, ein anderes Thema. Das Thema, was in Corona-Zeiten. Das erste war, als alle ins Homeoffice sind, wir brauchen dickere VPN-Geräte. Kein Firewall-Hersteller konnte so viel Firewalls und VPN-Geräte liefern, wie die Unternehmen verlangt oder haben wollten, damit sie die Leute ins Homeoffice schicken. Und was haben die alle gemacht? Die haben Remote Access VPN gemacht. Das heißt, VPN-Client auf der Workstation, Windows und Mac. Und dann habe ich praktisch das Netzwerkkabel in die Firma reingelegt und konnte, wenn wir im Homeoffice so arbeiten, als ob ich im Büro sitze. Problem ist, dieses Konzept, dass ich ein Netzwerkkabel von der Zweigstelle, ganz klar, Side-to-Side-VPN, aber auch aus dem Homeoffice dahin lege, hat natürlich den Effekt, dass auch die bösen Menschen gedacht haben, hey, ist doch eine coole Sache, jetzt muss ich ja gar nicht mehr das Firmennetzwerk angreifen, jetzt reicht es ja, wenn ich die User im Homeoffice angreife, denen auf ihren Gmail-Account eine böse Datei schicke und dann habe ich das Netzwerkkabel in die Firma. Und genau das ist das, was passiert. Hacker haben User im Homeoffice angegriffen, die hatten das Netzwerkkabel in die Firma und auf diese Weise hat sich dann Ransomware in Unternehmensnetzwerken ausgebreitet oder Datendiebstahl, was deutlich schlimmer ist als Ransomware. So. Was haben die, die Angreifer haben sich also in den letzten 2 Jahren oder letzten, sag ich mal, 3 Jahren ganz stark konzentriert auf das ganze Thema, ich greife Remote Access VPN an. Sie erinnern sich, letztes Jahr die Colonial Pipeline. Die Ostküste der USA hatte teilweise keinen Sprit mehr, weil die Colonial Pipeline, den Pipeline-Betreiber angegriffen waren. Wie ist es passiert? Da ist ein VPN-Konto, weil nämlich ein Mitarbeiter hat seine VPN-Zugangsdaten auch für was anderes verwendet. Die waren in einem öffentlichen Leak drin. Die Hacker haben einfach die Datenbank mit Colonial Pipeline, Mitarbeiterdaten in VPN-Client eingegeben und waren drin und konnten das Unternehmensnetzwerk hacken und mit den entsprechenden Konsequenzen. Also ist es so, dass man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dieses Netzwerkkabel ins Homeoffice zu legen, nicht die perfekte Idee ist. Wir bieten natürlich auch mit unseren Firewalls Remote Access VPN an und wir kriegen ungefähr einmal die Woche die Anfrage, könnt ihr mir nicht wie ich das VPN zu euch in die Firma aktivieren kann, noch bevor Windows an Lock-on basiert ist. Also egal, wer sich später vor den Rechner sitzt oder ob jemand davor sitzt, möchte ich, dass ich das Netzwerkkabel in die Firma habe. Das ist aus einem Horrorfilm. Also das ist im Prinzip, genauso passieren diese Angriffe, weil ich noch nicht mal weiß, wer davor sitzt, welche Anwendung er zugreifen muss. Und ich mache einfach das Netzwerkkabel rein und der Hacker kommt da rein. Das ist ungefähr so wie, kennt jemand diesen Film? Weiß jemand, aus welchem Film das ist? Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio. Er ist ein Hochstapler, er ist kein Pilot. Der hat sich eine Pilotenuniform ergaunert und marschiert damit, Paar Stewardess unterm Arm, Pan Am, ein bisschen älter, durch alle Sicherheitskontrollen durch. Der geht bis ins Cockpit rein. Der fliegt bei allen Flügen einfach kostenlos mit als Hochstapler, weil er eine Uniform hat und so aussieht wie ein Pilot. Und das ist genauso, wie ich das Netzwerkkabel in die Firma ziehe, noch bevor ich weiß, wer das ist und was er in der Firma überhaupt machen soll. Heute, wenn ich an den Flughafen gehe, Interkontinentalflug, ein Ticket kaufen bei Expedia, kann jeder. Kein Thema. Das sind praktisch die Zugangsdaten, die auch mal gestohlen werden können.
So, wenn ich aber dann einchecke, dann schaut da zumindest mal einer drauf. Hast du ein Ticket? Ja. Bist du der Michael Veit? Schau den Pass rein. Ja, okay. Jetzt kannst du durch die Sicherheitskontrolle, da werde ich durchleuchtet, dass ich keine Bomben oder Shampoo mit dabei habe. Und bevor ich in ein Flugzeug einsteige, wird nochmal geguckt, ob ich wirklich ein Ticket für diesen Flug habe und auch derjenige bin. So, und wie kann man das jetzt umsetzen gegenüber Leonardo DiCaprio, Stewardessen ins Cockpit, gegenüber dem heutigen Flughafensicherheit? Da gibt es so ein paar Wege. Ich habe vorhin gesagt, Sophos hat, wir nennen das Synchronized Security, das heißt, die Geräte reden miteinander. Das bedeutet, in dem Moment, in dem ich hier oben, und das muss ich mal zeigen, einen Sophos-Client drauf habe, dann schickt der ein Signal an die Firewall. Ob ich im Netzwerk bin, ob ich im Homeoffice bin, ist völlig wurscht. Und dann sagt der Endpoint, hallo, alle Dienste laufen, gerade keine Ransomware drauf, ist, glaube ich, in Ordnung. Und dann sagt die Firewall, dann darfst du auch per VPN rein. Sollte der Mitarbeiter so ein Dösbaddel sein oder auf irgendwas draufklicken, das ist das, ja, also der Totenkopf, der hat sich gerade was eingefangen, in dem Moment sagt der Endpoint, der Sophos Firewall, der Rechner ist nicht sicher, und man sagt die Firewall, dann kommst du nicht mehr rein per VPN und nicht mit den Schuhen und mit diesem Heartbeat. Das ist im Prinzip so, was Sie machen können, wenn Sie das Netzwerkkabel etwas sicherer machen wollen und gucken, was da drüber geht. Eine prinzipiell sichere Variante ist aber das ganze Thema Zero Trust Network Access. Was muss ich dafür machen? Naja, ich packe erstmal alle meine Ressourcen in ein Rechenzentrum, was neben dem Büro steht, mein On-Premise, oder ich packe das Ganze in die Cloud, das ist eigentlich völlig wurscht. Im Rechenzentrum On-Premise, da stehen eher so die Produktionssysteme und vielleicht ein paar Server. In der Cloud stehen alle Server, die irgendwie performant schnell erreichbar sein müssen. Und dann mache ich aber kein VPN-Gateway, was ich direkt hier drauf zugreifen kann, sondern ich setze sogenannte Zero-Trust-Network-Access-Gateways davor. Und ich veröffentliche, und ich sage dann nicht, hey, du kannst mit dem Netzwerkkabel dich direkt an den Server anschließen, wie bei Remote Access VPN, sondern ich sage, du darfst mit deinem Notebook oder aber auch mit einem Browser oder mit dem Handy, darfst du auf einzelne Anwendungen zugreifen. Das heißt, ich veröffentliche einzelne Anwendungen, Zugriff auf Warenwirtschaftssystem, Zugriff auf irgendeine Anwendung, Zugriff auf eine Steuerung von irgendwelchen IoT-Systemen. Und dann ist es völlig wurscht, ob der hier im Büro sitzt. Der hat ganz genau dieselben Rechte. Ich vertraue nicht mehr diesem Netzwerk, nur weil es hinter meiner Firewall ist. Ich kann heute von der Messe aus auf alle Software-Systeme zugreifen, auf die ich zugreifen muss. Ich sitze im Homeoffice. Das heißt, ich vertraue nicht mehr dem Netzwerk. Ich vertraue dem User. Ich sage, dieser Benutzer, der Michael Veit, ich muss für die Erfüllung meiner Aufgaben auf bestimmte Anwendungen zugreifen und bei dieser Anwendung auf bestimmte Daten zugreifen. Auf die Daten deutscher Kunden muss ich im Sales zugreifen können zum Beispiel. Aber nicht mehr auf das gesamte Netzwerk. Also mit Zero Trust ist der zugreift, ob mit Mobil, ob mit einem Notebook, nicht mehr Teil des Netzwerkes, sondern er greift nur noch auf Anwendungen zu. Damit kann ich prinzipiell Klassen von Angriffen austrocknen, die darauf beruhen, dass ich praktisch im Netzwerk der Firma bin. Und das kann ich natürlich auch für Externe machen. Ja? Natürlich arbeiten wir mit Geschäftspartnern zusammen und die müssen auf einzelne Anwendungen, einzelne Daten zugreifen. Das kann ich da auch realisieren. Aber ich will natürlich auch immer sicher sein, dass der Rechner, der zugreift, sicher ist und dass ich auch derjenige bin, der vor dem Rechner sitzt oder vor dem Mobiltelefon. Deswegen, in dem Moment, in dem ich so einen Sophos-Client habe, hier oben wieder, haben wir natürlich diesen Heartbeat. Das heißt, in dem Moment, in dem ich da zu Hause auf irgendwas draufgeklickt habe, auf das ich nicht soll, dann sagt der auch dem Zero-Trust-Gateway, der Endpoint, der ist nicht sicher und entsprechend darf ich auch nicht zugreifen per Zero-Trust. Also das Beste beider Welten sozusagen ist da vereint. So. Wie sieht es denn mit der Flughafensicherheit heute in der Praxis aus? Das Ticket kaufen, das ist die Windows-Anmeldung. Ja? Also sprich, das ist das Passwort, was ich als unkundiger User auch mal an anderer Stelle verwendet habe. Also ein Passwort kann geklaut werden. Deswegen Zwei-Faktor-Authentifizierung ist schon für alles notwendig. Und in dem Moment, und das Check-in ist dann auch, da bekomme ich auf mein Handy, also sprich, ich will mich anmelden am Windows-System mit Passwort. Dann will ich aber auf eine Sophos-Ressource zugreifen. In dem Moment kommt hier auf meinem Handy, bist du wirklich der Michael Veit? Das Handy ist verknüpft mit meinem Namen und ich so, jo, bin ich. Das ist auch managementtauglich übrigens. Die müssen keine Zahlenkolonnen eingeben, wie man es bei SecureID und diesen ganzen Authenticatoren früher kannte. Das Management muss sagen, ja, ich bin's. Absolut prima. Ja, also ist auch so, Usability ist natürlich spitze an der Stelle. Gut, in dem Moment, die Sicherheitskontrolle ist dann, wenn auf dem Endpoint ein Sophos Next-Gen-Endpoint-Schutz drauf ist, dann
überprüft, wird es überprüft. Da steht nämlich, Ihr Gerät ist geschützt, keine Malware drauf. Und dann sagt hier Zero Trust Network Access, hey, in Ordnung, dann darfst du dich verbinden. Ja, also wenn ich in der Sicherheitskontrolle, wenn ich durch bin, wenn ich keine bösen Sachen bei mir habe, dann darf ich in den Flieger. Und wenn ich mich anmelde, bekomme ich in so einem Portal und auf dem Desktop genau die Anwendungen dargestellt, die ich brauche zur Erfüllung meiner Aufgaben. Und nicht das Netzwerkkabel in die Firma, wo ich erstmal auf jeden Server drauf kann, sondern Sophos weiß ganz genau, was ich machen darf. Das müssen gerade viele große Firmen, die so viele User haben und so viele Anwendungen, Ressourcen intern, die wissen, okay, manche Sachen konfiguriere ich im VPN-Gateway, manche in der Firewall und manche auf dem Applikationsserver, aber einen Überblick habe ich nicht. Und wenn ich dann so Compliance erfüllen muss, welcher User darf denn überhaupt bei euch was? Dann sagen die mit Remote Access VPN, keine Ahnung. Ich kann das nicht wirklich genau sagen, was der User darf. Mit Zero Trust Network Access können das Unternehmen ganz genau sagen, was der einzelne User darf. Und der Rechner, das Mobilgerät, der Notebook ist einfach nicht mehr Teil des Netzwerkes. Deswegen ist, also ich prognostiziere mal, in 5 Jahren ist Remote Access VPN eine Fußnote der Geschichte. Da werden ein paar, die auch heute noch auf On-Premise bestehen, werden sagen, will ich aber, hatte ich immer schon so, ja. Aber für Unternehmen, die tatsächlich sagen, ich will Sicherheit, ich will verhindern, dass ich das nächste Opfer von irgendeinem Data Leak bin, für die werden Zero Trust Network Access umsetzen. Und je größer das Unternehmen, desto mehr Unternehmen haben es heute schon. Und das wandert jetzt gerade, sag ich mal, auch in den Mittelstand rein, einfach um bei diesen ganzen Ransomware-Angriffen einfach einen Einfallsvektor mehr dicht zu machen und auch eine viel bessere Kontrolle und Compliance-Möglichkeiten entsprechend zu haben. Ja, aber Sie kriegen von uns natürlich nicht nur das eine, weil wir sagen, hey, das neue heiße Zeug ist Zero Trust Network Access. Wir kommen aus dem Bereich Firewall und VPN. Und es gibt natürlich auch Anwendungsszenarien, da ist das klassische Side-to-Side-VPN die bessere Lösung. Ja, also wir haben unser Remote Access VPN mit IPsec und OpenSSL und schaltet auch um und nimmt mehrere Internetlinks. Alles, was man sich heute, was sich wünschen kann im Remote Access VPN, haben Sie. Und Sie haben, wenn Sie einen Standort anbinden, wo gar kein User davor sitzt, der sich authentifiziert, da ist ein Server oder ein IoT-System, was kommuniziert, da ist keiner, der sich davor setzt und das IoT, der Roboter wird sich nicht anmelden, der Roboter wird nicht auf den Bildschirm draufklicken, ich bin kein Roboter. Ja? Nein, also Roboter und Serversysteme müssen natürlich weiterhin über Side-to-Side-VPN sich verbinden können. 35 Sekunden habe ich noch. Dafür haben wir das. Das haben viele Unternehmen jetzt und wir ermöglichen ihnen eine sanfte Migration hier herüber. Ja? Also Sie müssen nicht von heute auf morgen den Hammer fallen lassen. Jetzt ist das eine aus und das andere an. Sie können System für System, Applikation für Applikation, Usergruppe für Usergruppe, können Sie im Prinzip beides parallel betreiben und irgendwann das eine abschalten und das neue anschalten. Wenn Sie dazu gerne mehr Informationen hätten, 50 Meter in die Richtung, ziemlich blau alles, gibt es Kollegen und mich, die gerne jegliche Fragen beantworten. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Michael Veit, und Sophos für den Blick in die Zukunft.